So, Kapitel 3. Das Grabmal von Sageras. Wenige Augenblicke später machen sich Maeve und ihre Beobachterinnen kurz hinter dem Eingang des in dunkle Schatten getauchten Grabmals auf einen Hinterhalt gefasst. Mir ist ziemlich mulmig dabei, Herrin. Es ist zu still. Mir ist, als liefen wir in eine Falle. Dennoch müssen wir weiter, Naisha. Wenn Illidan findet, was er sucht, könnte er... Halt! Sieh, dort! Seltsam. Das sind Orgrunen. Gul'dan schrieb sie, als er dieses Grabmal vor 20 Jahren erstmals öffnete. Was bedeuten sie? Offenbar hat er seine Reise durch die Tiefen des Grabmals dokumentiert. Anscheinend beschreiben diese Runen diese Geschichte. Rasch, ihr Narren! Schwärmt aus und sucht den Hauptdurchgang. Wir müssen die Kammer des Auges erreichen, bevor die Wächter des Grabmals erwachen. Rückgratlose Feiglinge! Ich sagte Bewegung! Nun, Sageras, werde ich den Rest eurer Macht für mich fordern und diese elende Welt in die Knie zwingen. Man kann nie wissen, was Gul'dan und seine Lakaien an diesem finsteren Ort geweckt haben. Wir müssen vorsichtig sein. Oh je, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr ungemütlich. Wir müssen uns sputen. So, Hauptquest. Ah ja, da ist es ja. Die Suche nach Illidan. Illidan suchen und Maeve muss überleben. Okay, wir haben hier ein Dämonentor und hier geht's irgendwo weiter. Wollen wir das Tor kaputt machen? Ich will... Ja doch, die ich will. Die Schuldigen werden leiden. Hauen einfach mal drauf. Mal gucken, was dahinter Feines versteckt ist. Ich so, werde hallo. Die Jagd beenden. Ein Skelett-Ork. Noch ein paar andere Skelette. Gul'dan führte sie blind in den Tod. Und immer noch dürsten sie nach Rache. Das sind also Gul'dans alte Schergen, die wir hier noch umklatschen dürfen. Die das ist ja toll. Hat uns quasi ein kleines Geschenk hinterlassen, der alte Gul'dan. Der alte Tatagreis. So, das dahin, so. Ja, mal sehen, was wir hier noch finden. Stormreaver Necrolyth. Okay. Kann da irgendwas... Nö, ist ein ganz normaler Mob, ne? Hat was gedroppt. Ah, eine Rune. Zack. Und ein Mana-Trank. Ja, das ist sehr, sehr gut. Okay. Also war nur ein kleiner Abstecher. Kriegen wir eigentlich noch Level-Ups? Stufe 4. Naja. Ich kann nicht mehr warten. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Aber hier... Ah, hier ist zu. Gut, dann müssen wir... Die Schuldigen werden leiden. Die Zeit ist gekommen. Ich weiß noch nicht, warum manchmal das ganz komisch in Warcraft 3, warum einige Einheiten vorrennen, aber nur manchmal, und dann wiederum andere Einheiten. Das ist wirklich seltsam. Ich werde die Jagd beenden. So, links, rechts. Ich gehe erstmal. Oh, hallo, ein Grabmalwächter. Ja, ich würde gern die Helden vorlassen. Weg. Weg da, raus. Beteuert die Gerechtigkeit wird geschehen. Okay, ja, der war schon relativ stark. Die Zeit ist gekommen. Ich gehe mal hier einfach mal durch. Ich kann nicht mehr warten. Ja, dann geht's hier nochmal durch. Ah ja. Die Schuldigen mal gucken, was wir hier noch Feines haben. Ich suche einfach mal alles ab. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie einen klaren Weg gibt oder ob es so ein bisschen labyrinthartig aufgebaut ist. Kein Schimmer. Wir gucken mal alles durch und werden dann schon den richtigen Weg finden. Guck mal da, ein Buch holen wir uns gleich noch. Ich werde die Jagd beenden. Ich kann nicht mehr warten. Zumindest sind diese Skelett-Orks nicht allzu stark. Gut, der hält ein bisschen mehr aus hier, aber die machen jetzt nicht wirklich viel. Ne, Fies sind eigentlich wirklich das nur so... Ende rückt näher. Ah, warte. Kurz mal Buch hier ansammeln. Die Schuldigen Zack. Werden leiden. Fies sind wirklich nur irgendwelche Fähigkeiten. Oh Gott. Für Grubenlord. Gerechtigkeit. Ach du Scheiße. Aschall, Teradas. Ja, toll. Sie kann nicht der Göttin dienlich sein. Auf was kosten?
Warte mal. Über die Helden vorlassen. So, tschüss Grubenlord. Okay, der war nicht so stark, wie ich gedacht habe. Also hier sind also auch alte Helden quasi mit im Grabmal sozusagen eingegraben. Hier ist auf jeden Fall Ende. Es ist schon so ein bisschen labyrinthartig gebaut. Gut, ist ja auch, wenn man mal ehrlich ist, das Grabmal von Sargeras in WoW auch. Also ich habe immer noch Probleme, die Wege dort zu finden von Boss A zu Boss B teilweise. Also wenn es da keine Map gäbe, ganz ehrlich, ich würde doch stundenlang durch die Gänge irren. Na ja gut, ich habe ja auch eine Orientierung gesehen wie eine Taube, also kein. Die Zeit ist gekommen. Aber wer ist das denn hier? Ist das Naisha? Naisha? Die Schuldigen Naisha, guckst du mich an? Ich glaube, den Witz hatte ich schon mal gebracht irgendwann. Egal. Ja, auf jeden Fall. Das Grabmal ist auf jeden Fall so ein richtiges Labyrinth auch. Das Ende und wird näher. Ja. Scheint auf jeden Fall schon zu Warcraft 3 Zeiten so gewesen die Zeit zu sein. Ist gekommen. Oh, warte mal. Achso. Für die Beobachterinnen. Dieses Objekt hier kenne ich. Das kann man, glaube ich, kaputt machen. Gucken mal. Die Schuldigen werden leiden. Nee? Ich kann schade. Nicht mehr warten. Weil das ist eigentlich so ein. Ja, so ein rundes Tor. Doch. Die Zeit ist gekommen. Rollbare Steintür. Ah, wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Hebel. Die Schuldigen werden leiden. Den finden wir noch. Ich kann nicht mehr warten. Oh, diese Kollisionsgröße. Alter. Das Ende rückt näher. So. Ja. Guck mal, jetzt rennen wieder die Bogenschützen vor. Ich verstehe das nicht. Du Bogenschützin, weg da. Die Jagd wartet. Kein Livepool haben, aber vorne hinstellen und geschlagen werden wollen. Das sind mir immer dann die richtigen. Oh, komm, stirb. Die Schuldigen werden leiden. Lass ein Treppchen steigen hier. Ich werde die Jagd beenden. Ich kann die Stimmen unserer Gefährtinnen auf der anderen Seite dieser Barriere hören. Aha. Wenn wir sie zerstören, können sie hereinkommen und uns bei der Jagd nach Illidan helfen. Die Felsbarrieren zerstören. Was die alles hört. Achso. Oh. Ah, siehst du, das war das Steintor. Aber wir holen uns natürlich noch unsere Freunde hier raus. Mir ist doch unklar, wie. Ah, okay. Ich bin wach. Ich bin wach. Ah, okay. So. Genau. Wo soll ich zuschlagen? Begegnung. Dann die sofort. Auch nochmal hier. Die halt sich ja eh selber. So. Zack. Wir müssen uns sputen. Das haben sie nämlich geändert. Genau, die Bärendruiden können jetzt auch in der Bärengestalt das Gebrüll einsetzen. Das ist sehr, sehr gut. Benutze ich zwar eigentlich tatsächlich nie. Warte mal. Ich will gerne mal hier oben gucken. Ich habe gesagt, wir nehmen alles mit. Also auch den winzigsten kleinen Skelett-Ork werden wir töten. Leider sind die Gänge sehr, sehr eng und die Kollisionsgrößen hoch. Deswegen werden die Bären wahrscheinlich kaum wirklich zum Einsatz kommen. Ne, der dreht wieder am Rad, der Junge. So, wo geht's denn hier lang? Die Zeit ist gekommen. Okay. Ah. Da, noch mehr von Gul'dans Hieroglyphen. Interessant. Sie führen die Geschichte des Hexenmeisters fort. Verfluchte hirnlose Schwächlinge. Wahrscheinlich sind inzwischen alle tot. Dennoch muss ich weiter. Meine Macht allein sollte ausreichen, dass... Dieses Gelächter. Seid ihr das, Sargeras? Wollt ihr mich verspotten? Mal sehen, wer zuletzt lacht, Dämon, wenn ich euer brennendes Auge für mich beanspruche. Wieder erwähnte er ein rätselhaftes Auge. Was mag das sein? Zweifellos ein Artefakt. Es muss eine ungeheure dämonische Macht besessen haben, dass es Gul'dan so anlocken konnte. Tja, wir werden es noch früh genug herausfinden. Das so, Ende rückt auf mehr. Jeden Fall war hier ein Dämon eingesperrt. Ich im, werde die Jagd in der Erinnerung von Gul'dan zumindest. Mal gucken, ob wir den finden. Das wenn der noch Ende hier ist, werden mehr. Wir ihn finden. Hier, guck mal, die da ist so ein komisches... Ist gekommen. Sieht so ein bisschen komisch aus, ne? Das diese Wand Ende hier, kann man die kaputt näher. Machen? Die Zeit ist gekommen. Aber die sieht so aus, als könnte man sie öffnen. Gut, wir gehen hier... Ich weiß nicht, wollen wir hier weitergehen? Beenden. Aber wir haben ja auch noch hier unten... Das Teil hier, ne? Die ich gehe nochmal einen Schritt zurück.
Wir haben ja extra dieses Steintor geöffnet. Jetzt will ich auch wissen, was da drin ist. Ne? Das muss schon sein. So viel Zeit muss sein. Die nehmen wir uns auch. Wir haben ja auch Zeit. Wir können ja das Let's Play auch ein bisschen länger strecken. Ist ja nicht das Problem. Wie gesagt, die Warcraft 3-Kampagne ist eh nicht allzu lang. Also die Warcraft 3 Frozen Throne-Kampagne speziell. Und ich muss zugeben, ich habe selber noch keine Ahnung, was wir als Folgespiel dann spielen werden. Ich weiß nur, dass wir da noch irgendwas spielen werden, aber ich weiß noch nicht was. Insofern haben wir sowieso noch Zeit. Ich werde die Jagd beenden. So, hallo. Ja, leider kann ich hier... Ah doch, ich kann angreifen. Auch den da? Aschall Teradas. Nicht wirklich. Das Ende rückt näher. Aber das geht bis hier... geht auch nicht bis hin. In Position. Ich schicke ihn mal hier zurück. Wir kriegen ihn aber auf jeden Fall tot. Ich weiß bloß noch nicht so richtig warum, aber wir schaffen das schon. So. Toll. Und da soll ich jetzt... Achso, deswegen. Zack. Ich werde die Jagd beenden. Na, immerhin. Besser als nichts. Guck mal, hier kann man jetzt auch nochmal hinblinzeln. Was ist das hier? Schattenkugelfragment. Rune des Manas. Ich kann nicht mehr warten. Na dann. Ich werde die Rune können wir hier aufnehmen. Das ist ein Stück von Gul'dans Schattenkugel. Er muss sie versehentlich zerbrochen haben. Wenn wir die anderen fehlenden Stücke finden, könnten wir die Kugel wieder zusammensetzen und ihre Macht nutzen. Okay. 1 von 10. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann nicht mehr warten. Ja, ich kann auch nicht mehr warten. Die Schattenkugel, die Macht dieses Artefakts weckt mit jedem gefundenen Fragment, das in diesem Grab versteckt die ist. Die Zeit ist gekommen. Na gut, da müssen wir halt ein bisschen nebenbei mal die Augen offen halten, ne? Ich werde die Jagd beenden. So, aber während wir hier noch warten, apropos Spiel nach Warcraft 3, Frozen Throne, wenn ihr, wie immer, ne, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ich habe gerade wirklich gar keine Idee, was wir nach Warcraft 3 spielen wollen, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr noch sehen wollt. Moment, ganz kurz husten. Ich werde die Jagd beenden. So, Entschuldigung. Ich weiß schon auf jeden Fall, was wir nach Rhyme spielen. Da bin ich mir schon ganz, ganz sicher. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, aber ich verrate natürlich noch nichts. Aber leider noch keine Idee für das Folgespiel für Warcraft 3. Tja, leider gibt es kein Warcraft 4. Ich würde uns Warcraft 4 spielen. Ich habe auch kurz überlegt, ob wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und uns Warcraft 2 angucken. Oder das ganz alte Warcraft. Muss aber sagen, ich bin... Also, sagen wir mal so, ich habe jetzt grundsätzlich nichts gegen Retro-Spiele. Aber... Das Ende rückt näher. Ja, also ich spiele generell schon jetzt nicht die allerneuesten Spiele, bis auf ein paar Ausnahmen. Und wenn ich jetzt noch ältere Sachen mache, ich will eigentlich gerne was Neues machen. Was wirklich Neues. Das Ende rückt näher. Ja, aber wie gesagt... Oh, warte mal, da habe ich gerade was gesehen. Haha. Moment. Komm ich da hin? Ich werde die Jagd beenden. Oh Gott. Schaffe ich das? Nur mit der kleinen Kackheldin? Die Schuldigen werden leiden. Ich werde die Jagd beenden. Ist noch was? Nee. Ja, wir probieren es aber mal. Ich kann nicht mehr warten. Nee, aber wie gesagt, wenn ihr da Ideen habt, schreibt das bitte mal in die Kommentare. Da würde ich mich sehr freuen. Und das auch berücksichtigen. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles, was wir noch machen können. Da, hey, wieso lebt denn der noch? Wir vergeuden hier unsere Zeit. Wieso lebt denn der? Bin ich da nicht hingelatscht? Bin ich doch hier... Hä? Grab mal, wer ich da anführe. Die Jagd wartet. Die Frage, ob ich ein Solo schaffe. Die Schuldigen werden leiden. Oh. Nein. Halt. Illidan ist... Wir können es ja mal probieren. Der ist ja nicht wirklich viel stärker. Ich werde die Jagd Hallo. Beenden. Hier, nimm dies. Und das. Für die Beobachterinnen. Guck mal, bei den totkriegenden Kollegen. 79, 1, 2, 3. Da haben wir keine Mana mehr zum Hochteleportieren. Ich lasse es mal sein. Läuft ja auch noch auf ihm, ne? Der ist immer noch vergiftet. 10 Schaden, jetzt ist weg. Passt schon so. Ich dachte, wir hätten den getötet. Handel der Intelligenz. Zack. Das ist schon cool, das Porten. Natürlich wäre es noch cooler, wenn die auch ihre Freunde mitnehmen könnte, ihre Einheiten. Schade, dass das nicht geht. Das wäre echt super. So, zack. Die Zeit ist gekommen. Und jetzt können wir wieder gemeinsam voranschreiten. Das Ende rückt näher. So, jetzt ist die Frage, ja, wir müssen nach oben gehen. Die Zeit ist gekommen. Hier unten war ja nichts.
Nee. Gut, dann gehen wir einfach mal hier geradeaus. Ich auch nicht. Guck mal da, kleine Molochs. Die Zeit ist gekommen.